Dieses Schild hängt normalerweise nicht an den Toren vor dem Stadion am Sommerdamm in Rüsselsheim bei den Razorbacks. Bis auf das letzte Wochenende, das Spiel musste leider ausfallen gegen die Schwäbisch Hall Unicorns, denn die Rüsselsheimer haben einen Pilz. Also natürlich nicht die Spieler, sondern der Rasen. Mein Name ist Steffen Popp und damit herzlich willkommen zu Kickoff, Ihrem GFL-Football-Magazin auf dem DSF. Es geht jetzt um die Meisterschaft in der Gruppe Süd, denn am Wochenende traf eine sehr, sehr gute Passmannschaft, die Franken Knights, auf eine sehr, sehr gute Laufmannschaft, die Stuttgart Scorpions. Es ist ein sehr, sehr spannendes Spiel. Die Franken haben eine sehr, sehr gute Saison hinter sich. Freuen Sie sich auf dieses spannende Spiel, das auch unser Reporter Klaus Rehm gesehen hat. Gute Stimmung natürlich bereits im Vorfeld des Football-Südknallers Stuttgart Scorpions gegen die Franken Knights. Gut 3000 Fans stimmten sich auf der Pregame-Party auf das Spiel ein, während auf dem Feld bereits die letzten Vorbereitungen für das Topspiel der Liga Süd in vollem Gange waren. Zu erwarten war das Spiel zweier unterschiedlicher Systeme, das Passspiel der Knights gegen den Laufangriff der Scorpions. Wir spielen eher körperbetont, die Franken sind variabler. Sie werfen den Ball gerne, wir laufen lieber damit. Es wird wohl darauf hinauslaufen, wer heute was besser macht. Wir sind eine Mannschaft, die den Ball gerne in der Luft zieht. Stuttgart dagegen ist ja sehr gerne auf dem Boden. Da wird es weniger Pässe geben oder zu erwarten sein. Wir werden sicherlich wieder unseren Ball in die Luft bringen. Die Voraussetzungen also klar, die Kontrahenten auf beiden Seiten vorbereitet. Motivationshilfe war nicht nötig. Beide Teams heiß auf dieses Spiel und die Scorpions hatten zuerst die Gelegenheit, Punkte zu erzielen. Den Kickoff der Franken empfing Frank Hoffmann. Und der gleich mit einem schönen Lauf bis auf die 30-Yards-Linie. Zwei weitere Spielzüge nur benötigten die Gastgeber. Und dann Mark Wiedmann erhält den Ball von Quarterback Quincy Woods und tankt sich durch die Frankenabwehr zur Führung für die Schwaben. Großer Jubel natürlich auf der Tribüne. Das Spiel gerade mal 2 Minuten alt. 2 Minuten später, Quarterback Sackwit in arger Bedrängnis, wird den Pass aber noch los. Und der landet in den Armen von Markus Schöpf. Touchdown Franken, auch hier der Extrapunkt gut, nach 4 Minuten 7:7. Nächster Drive, gleiches Bild, die Scorpions mit nur 5 Laufspielzügen bis auf die gegnerische 28-Yards-Linie. Und von dort zu Fuß bis in die Gästeendzone. Mitten durch die Verteidigungslinie unwiderstehlich der Antritt von Torgay Morialiglu zur erneuten Führung der Scorpions. Und weiter ging es in diesem atemberaubenden Tempo. Die Franken wieder am Zug. Sackwit auf Eric Osmo und er kann nicht nur fangen, er läuft auch und das wie kreuz und quer durch die schwäbische Abwehr bis auf die 22-Yards-Linie. Die Zuschauer Bass erstaunt über beide Mannschaften, die hier mit offenem Visier um die Vorherrschaft in der Südgruppe fochten. Sackwit präzise auf Markus Schöpf, schöner Catch des Receivers und damit sein 2. Touchdown an diesem Tag. Extrapunkt gut, die Partie wieder ausgeglichen, 14:14. Danach die Scorpions wieder im Ballbesitz. Zunächst ein schöner, weiter Kickoff durch Thomas Rauch. Frank Hoffmann nimmt den Ball in der eigenen Endzone auf und der hatte keine Lust erst zu warten, bis die Offense auf den Platz kommt. Er ging auf und davon, ein über 90 Yards Kickoff Return. Keiner bekommt den pfeilschnellen Hoffmann entscheidend zu fassen und erst an der 10-Yards-Linie ist schließlich Schluss. Spektakulär die Aktion beider Mannschaften, die hier ihr Heil in der Flucht nach vorne suchen. Die Scorpions Offense hatte damit gerade mal 10 Yards zu überbrücken und das schafften sie bereits im 2. Versuch. Wieder Torgay Morialiglu und damit auch sein 2. Touchdown im Spiel. Trainer Tom Ross hatte im Vorfeld nur von einigen Testeinsätzen für Torgay gesprochen. Von einer Beeinträchtigung durch Verletzung war bei dem Running Back allerdings überhaupt nichts zu sehen. 21:14 der Zwischenstand für Stuttgart, das alles noch im ersten Viertel. Die Fans bis dato begeistert von diesem Offensivfeuerwerk beider Mannschaften und jetzt wieder die Franken am Ball und auch die können laufen. Christian Tadler diesmal für die Franken unterwegs, 60 Yards geradewegs bis an die 30-Yards-Linie der Scorpions. Es fiel zwar eine Flagge auf diesen Spielzug, doch die Strafe gegen die Scorpions, der Spielzug damit gültig. Danach wurden die Seiten gewechselt, die Franken nun mit der Chance erneut auszugleichen. Sackwit auf Markus Schöpf
Und der auf dem Weg in die Endzone verliert den Ball. Fumble. Andreas Mecherlein war zur Stelle, sicherte den Ball für die Roten. Und damit erstmals ein Angriffszug in dieser Partie gestoppt. Schwierige Feldposition, aber dadurch natürlich für Stuttgart. Der Ball auf der eigenen 1-Yard-Linie und diesmal gab es kein Vorwärtskommen für die Gastgeber. 3 Versuche, kein Raumgewinn. Die Folge, Stuttgart musste punten. Gaben den Ball erneut ab und Franken nutzte diesmal die Chance. Wieder Sackwit. Ein Quarterback mit einem gewaltigen Wurfarm auf Eric Osmo, Topscorer der GFL. Er pflückte den Pass sicher aus der Luft und ging für weitere 6 Punkte bis in die Endzone. Extrapunkt gut, Ausgleich 21:21. Doch auch dieses Zwischenergebnis hatte nur 2 Spielminuten Bestand. 3 Spielzüge später, die Scorpions brauchten noch 6 Yards und die machte Patrick Pfeiffer inklusive Extrakick, damit der Spielstand 28:21 für die Scorpions. Und jetzt funktionierte plötzlich auch die Defense der Gastgeber. Sackwit unter Druck, er musste laufen, findet keinen freien Passempfänger. Unverrichteter Dinge, muss er ins Aus, ärgert sich natürlich und nach 3 Versuchen mussten die Knights punten. Und das ging dann gründlich daneben. Der Punt geblockt, Norman Goodwin sichert den Ball für die Scorpions, die jetzt damit erstmals die Chance hatten, sich weiter abzusetzen. Headcoach Tom Ross an der Sideline, er erlebte den Fumble so. Die Freude währte indes nur kurz, die Anspannung natürlich zu groß. Er schickte seine Offense zurück auf den Platz und den Franken schmeckte dieser Spielverlauf natürlich überhaupt nicht. Stuttgart ließ sich diese Gelegenheit natürlich nicht nehmen. Torgay Morialiglu machte die fehlenden 3 Yards und damit die Scorpions nach dem Extrapunkt jetzt mit 35:21 vorne. Kritische Situation natürlich für Martin Hanselmann und seine Franken, denn jetzt drohten die Knights doch frühzeitig den Anschluss zu verlieren. Und auch der nächste Angriffszug blieb ohne zählbaren Erfolg für die Gäste. Im Gegenteil, Stuttgart mit 6 weiteren Punkten durch Patrick Pfeiffer. Die Franken frustriert und daran änderte auch der verschossene Extrapunkt der Gastgeber zunächst nichts. Zwischenstand 41:21 und in der ersten Hälfte nur noch Sekunden zu spielen, da meldeten sich die Knights zurück. Sackwit auf Roman Melzer, 6 Punkte inklusive Extrapunkt, Halbzeitstand also 41:28. Ein Score, der sich eher wie ein Endstand ausnahm und Martin Hanselmann war gefordert, die Franken wieder aufzubauen. In der Halbzeit haben wir natürlich mit der Mannschaft darüber gesprochen. Wir haben gesagt, was wir verändern wollen, was wir gleich behalten wollen. Und natürlich versucht man dann über eine Speech die Motivation der Spieler so hinzukriegen, dass man sagt, wir können zurückkommen. Die Ansprache, sie war offensichtlich erfolgreich, denn Franken Mitte des dritten Viertels mit diesem Fabelpass von Sackwit wiederum auf Eric Ostmo und damit rückten die Gäste wieder bis auf 6 Punkte an die Scorpions heran. Tom Ross mit kritischem Blick betrachtete er das Geschehen auf dem Platz, wo jetzt sein Team wieder an der Reihe war. Torgay Morialiglu mit seinem 4. Touchdown der Partie. Er hatte einen ganz großen Tag und ließ sich natürlich zu Recht von der Kulisse feiern. Die 2-Punkte-Conversion der Scorpions, sie klappte nicht. Neuer Zwischenstand 47:35. Und wir machen einen Sprung bis kurz vor Ende der Partie. Zwischenzeitlich hatten Markus Schuster und Markus Schöpf für die Franken und Marc Corell für die Scorpions den Spielstand auf 55:49 erhöht. Und die Gäste jetzt mit letzter Kraft. Und sie glichen aus 23 Sekunden vor Ende der Partie mit diesem weiten Pass von Sackwit auf erneut Eric Ostmo. 55:55. Noch einmal aus einer anderen Perspektive. Fast schon ein Hail Mary. Eric Ostmo wird noch behindert von Kevin Silberhorn. Aber das Ei lässt er nicht mehr los. Den fälligen Extrapunkt verwandelte Stefan Geiring. Wenige Sekunden vor Ende also der Punktestand. Unglaubliche 55:65 für die Gäste aus Rothenburg. Die Scorpions verschossen noch einen Field-Goal-Versuch aus 47 Yards und damit endete dann ein Offensivkrimi der Extraklasse, die mit Franken Knights einen neuen Tabellenführer in der Gruppe Süd brachte. Es war ein begeisterndes Footballspiel, über das sicher noch viel geredet werden wird. Und damit begannen die Beteiligten auch direkt nach dem Schlusspfiff.
Es waren zwei gleichwertige Mannschaften auf dem Platz und es war tatsächlich so, derjenige, der einen Fehler mehr macht, mal einen Fumble mehr, der hat dieses Spiel dann verloren letztendlich. Es war ein großartiges Spiel. Beide Teams spielten auf ihre Weise eine großartige Angriffspartie. Die Knights haben ihre Stärke im Passspiel, genau da, wo wir schwächer besetzt sind. Wir dagegen spielen einen sehr guten Laufangriff und das ist ihre verwundbare Stelle. Das war sicher ein Grund für dieses aufregende Spiel. Was für ein spannendes Spiel, was für ein knapper Ausgang. Am Ende 56-55 für die glücklicheren Franken Knights. Und damit hat es auch funktioniert. Glückwunsch an die Franken. Sie stehen damit an Tabellenplatz Nummer 1 der GFL Gruppe Süd. Vom ersten der Gruppe Süd zum ersten der Gruppe Nord zu den Braunschweig Lions. Und die hatten am Wochenende Besuch von den Cologne Crocodiles. Und die Braunschweig Lions sind im Moment auf dem Weg zu ihrer Perfect Season, zu ihrer perfekten Saison. Bis jetzt haben sie jedes ihrer Spiele gewonnen. Letzte Woche haben die Berlin Adler versucht, diese Siegeserie zu brechen. Ob es diese Woche funktioniert hat mit den Cologne Crocodiles, ob die es geschafft haben, das erfahren Sie jetzt von unserem Reporter Matthias Merget nach der Werbung. Freudensprünge am vergangenen Samstag im Stadion an der Hamburger Straße. Die Übermannschaft der Gruppe Nord, die Braunschweig Lions, feierten ihren 10. Saisonsieg in Folge. Mit 56-12 wurden die Cologne Crocodiles zurück an den Rhein geschickt. Vor dem Kickoff die Gäste noch top motiviert, doch es wurde die höchste Niederlage gegen Braunschweig in der Geschichte der Crocodiles. Eingeleitet von der Kölner Offense, Quarterback Michael Davis mit einem Passversuch auf Axel Strang. Doch der Wide Receiver mit einem kapitalen Schnitzer, das nutzt Rico Trute aus. Interception und damit Ballbesitz für Braunschweig. Noch einmal der Fehler von Strang, der Nummer 33. Da wird er sich mächtig ärgern. Die Offense von